Im heutigen Video geht es um Harry Potter Theorien. Darunter Theorien, die wirklich wahr sind, also bestätigt wurden, Theorien, die unglaublich schwer zu glauben sind, weil sie so unvorstellbar sind, und Theorien, die so schlecht sind, dass man gar nicht weiß, wohin damit. Bevor das Video startet, schaut doch gerne mal in der Videobeschreibung beim ersten Link vorbei. Dort findet ihr Patreon, wodurch ihr nicht nur den Kanal und mich unterstützen könnt, sondern auch Zugang zu exklusiven Inhalten und Fanfiction bekommt. Außerdem auch noch die Möglichkeit habt, einer exklusiven Discord-Community beizutreten, in der sich gut und viel über Harry Potter und die Zaubererwelt ausgetauscht wird. Aber ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt mit dem Video starten. 10 Harry Potter Theorien, die wirklich wahr sind. Im heutigen Video befassen wir uns mit Harry Potter Theorien. Doch es sind nicht meine eigenen Gedankenspiele oder Theorien, sondern Theorien, die schon seit langem im Internet zu finden sind. Und was ist das Interessante daran? Naja, sie wurden alle Jahre später entweder von J.K. Rowling oder durch Pottermore bestätigt. Also bleibt dran und verpasst keine dieser tollen Theorien, die sich später bewahrheitet haben. Bei der Gelegenheit abonniert doch gerne auch den Kanal und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Und jetzt legen wir direkt los. Nummer 1. Harrys Kinder. Ein interessanter Punkt sind die Namen von Harrys Kindern. Im Epilog betrachten wir, wie Harry seine Kinder zum Hogwarts-Express am Gleis 9 Dreiviertel bringt. Zu diesem Zeitpunkt haben Harry und Ginny 3 Kinder. James Sirius, Lily Luna und Albus Severus. Was einigen Fans jedoch auffiel, waren Harrys Namensgebungen. Er wählte Namen von Personen, die ihm am Herzen lagen. Doch es fehlen die Namen einiger wichtiger Menschen aus seinem Leben, wie Arthur, also Arthur Weasley, Hagrid und besonders Remus Lupin im Zusammenhang mit dieser Theorie. Die weit verbreitete Theorie im Netz besagte, dass Harry seinen Sohn nicht nach Remus benannte, da er davon ausging, dass Teddy Lupin, also Remus Lupins Sohn, diesen Namen vielleicht für seine eigenen Kinder wünschen könnte. Diese Vermutung stellte sich als zutreffend heraus und J.K. Rowling bestätigte dies sogar auf Twitter. Nummer 2. Dudley Dursley. Er war für Harry ein ständiger Stein im Schuh und schikanierte ihn über weite Strecken seiner Kindheit. Selbst während der kurzen Sommerbesuche schien Dudley keine Gelegenheit auszulassen, um Harry zu ärgern. Doch im Sommer 1995 erlebte Dudley Dursley ein einschneidendes Erlebnis. Nachdem er Harry mit seiner Clique ärgerte und die beiden auf dem Rückweg waren, wurden sie plötzlich von Dementoren überfallen. Das Hauptziel des Angriffs war Dudley. Das Buch weist darauf hin, dass Dementoren einen Menschen seine schlimmsten Momente erneut erleben lassen. Dies führte zu zahlreichen Spekulationen unter den Fans, welcher Moment dies für Dudley genau gewesen sein könnte. Die am weitesten verbreitete Theorie stellte sich schließlich als zutreffend heraus, als sie in 2004 in einem Interview mit Rowling bestätigt wurde. Ich denke, er sah sich selbst, so wie er wirklich war. Für einen derart verwöhnten Jungen wäre diese Erkenntnis sicherlich schockierend gewesen. Nummer 3. Magische Schulen. Hogwarts mag die bekannteste Zaubererschule in der Harry Potter Welt sein, daran gibt es kaum einen Zweifel. Sie ist Heimat des sprechenden Hutes, Ausgangspunkt des Hogwarts Expresses und Standort der peitschenden Weide. Doch J.K. Rowling enthüllte den Fans, dass es weitere Zauberschulen in der magischen Welt gibt. Diese Fans spekulierten eifrig über die möglichen Standorte dieser Schulen. Kurz vor der Premiere von Fantastische Tierwesen gab Rowling auf Pottermore bekannt, dass es weltweit 11 namenhafte Zauberschulen gibt. Dazu zählen Ilvermorny in Nordamerika, Koldostvorets in Russland, Mahutokoro in Japan, Beauxbatons in Frankreich, Hogwarts in Großbritannien, Castello Bruxo in Südamerika, Domstrang in Osteuropa und Uagadu in Afrika. Und es gibt noch viele weitere Schulen. Wenn du mehr über die magischen Schulen in der Zaubererwelt erfahren möchtest, schau dir gerne mein Video dazu an. Nummer 4. Hermines Amortentia-Begegnung. In Der Halbblutprinz übernimmt Horace Slughorn die Position des Zaubertränkelehrers. Schon bald nach seiner Ankunft unterrichtet er die Schüler über verschiedenste mächtige Tränke, darunter auch Amortentia. Dieser gilt als der stärkste Liebestrank der Welt. Der besondere Clou? Amortentia duftet für jeden Menschen unterschiedlich, abhängig davon, was ihn oder sie am meisten anzieht. In Der Halbblutprinz nimmt Hermine eine Duftprobe von Amortentia und identifiziert den Geruch von frisch gemähtem Gras, neuem Pergament und einem dritten, nicht näher benannten Duft. Fans spekulierten, dass dieser unausgesprochene Duft in Wirklichkeit Rons Haar sei. Diese Theorie erwies sich als zutreffend. Der Grund für die geheimnisvolle Umschreibung war, dass eine klare Benennung die sich entwickelnde Beziehung zwischen Hermine und Ron vorzeitig verraten hätte. Nummer 5. Die Todesser basieren auf den Nazis. Der Blutstatus spielt in der Zaubererwelt eine kontroverse Rolle.
Hierbei werden Zaubererfamilien nach der Reinheit ihrer magischen Abstammung kategorisiert. Üblicherweise erfolgt die Einteilung in reinblütig, halbblütig und Muggel. Diese Unterscheidung der Blutreinheit erinnert stark an rassistische Kategorisierungen in unserer realen Welt, was zu Vorurteilen und Diskriminierungen führt. Daher sahen viele Fans Parallelen zwischen Voldemort, den Todessern und dem historischen deutschen Führer samt seinen Anhängern. Diese Parallelen stellen sich als beabsichtigt heraus. Rowling bestätigte die bewusste Darstellung dieser Ähnlichkeiten. Meine Absicht war es, dass Harry aus unserer Welt tritt und in der Zaubererwelt genau denselben Problemen begegnet. Es besteht der Wunsch, eine Hierarchie aufzubauen. Es gibt Vorurteile und das Konzept der Reinheit. Menschen neigen dazu, sich für überlegen zu halten. Und wenn sie sonst keinen Grund finden, sind sie stolz auf eine vermeintliche Reinheit. Das schafft eine Parallele zu den Nazis. Nummer 6. Das rätselhafte Baby in der Art Vorhölle. In die Heiligtümer des Todes wird Harry auf seinem Weg in den verbotenen Wald von Lord Voldemort attackiert. Als er wieder zu sich kommt, befindet er sich an einem unbekannten Ort. Er ist verunsichert und erkennt nicht, wo er sich befindet. Doch er weiß, dass dieser Ort anders ist als alles, was er bisher erlebt hat. Es wird klar, dass er in einer Art Zwischenwelt ist. Während seines Aufenthalts dort fällt ihm ein merkwürdiges, babyähnliches Wesen auf, das auf dem Boden kauert. Seine Bedeutung wird nicht sofort erläutert, was zu zahlreichen Spekulationen seitens der Fans führte. Viele vermuteten, dass dieses Wesen in Verbindung mit Lord Voldemort steht, und sie hatten recht. Dazu äußerte sich Rowling wie folgt: Es repräsentiert den letzten Rest von Voldemorts Seele. Als Voldemort Harry angriff, wurden beide für einen Moment bewusstlos und ihre Seelen, Harrys unversehrt und stark, Voldemorts hingegen entstellt und beschädigt, erschienen in der Zwischenwelt. Nummer 7. Das Geheimnis des fluglosen Fliegens. In der Zaubererwelt wird uns oft vermittelt, dass der Flug grundsätzlich nur mit Hilfe eines Besens möglich ist. Doch im 7. Buch stießen die Leser auf eine Überraschung. Voldemort konnte ohne jeglichen Besen durch den Himmel gleiten und fliegen. Dies führte zu zahlreichen Theorien und Vermutungen unter den Fans. Die gängigste Erklärung war, dass genau wie ein Zauberstab nur als Kanal für die Zauberei dient, dies auch für den Besen zutreffen könnte. Ein mächtiger Zauberer oder eine mächtige Hexe könnte ihre Magie auch ohne Zauberstab nutzen, eine Kunst, die als zauberstablose Magie bekannt ist. Analog könnte der Flug ohne Besen für besonders starke Magier möglich sein, wobei der Besen als ein Mittel dient, die Flugfähigkeiten zu bündeln. Rowling klärte später auf, dass alle Zauberer von Natur aus das Potenzial zum Fliegen besitzen, doch die meisten benötigen einen Besen, um dieses Talent zu nutzen, wegen der Kanalisierung, genau wie mit dem Zauberstab. Nummer 8. Voldemorts unentdeckte Horcruxe. Ein Horcrux ist ein mächtiges, dunkles Artefakt, in das eine Hexe oder ein Zauberer einen Teil ihrer Seele ablegt, um Unsterblichkeit anzustreben. Nur zwei Zauberer in der Geschichte sind dafür bekannt, Horcruxe erschaffen zu haben. Herpo der Üble und Lord Voldemort. Bei Voldemort wurde bestätigt, dass er insgesamt 7 Horcruxe erschuf. Tom Riddles Tagebuch, Marvolo Lugons Ring, Salazar Slytherins Medaillon, Helga Hufflepuffs Pokal, Rowena Ravenclaws Diadem, die Schlange Nagini und unabsichtlich Harry Potter. Doch im Laufe der Zeit wuchs die Vermutung unter den Fans, dass es noch mehr Horcruxe geben könnte als bisher angenommen. Diese Theorie fand Bestätigung auf Pottermore, wo enthüllt wurde, dass Professor Quirrell tatsächlich zeitweilig als ein Horcrux diente und Voldemorts Einfluss in ihm spürbare Schäden hinterließ. Nummer 9. Die genetische Natur der Magie. In der Welt von Harry Potter bleibt die wahre Natur und der Ursprung der Magie weitestgehend ein Mysterium. Obwohl die Erzählung nur wenige Hinweise dazu gibt, was eine Person zu einer magischen Begabung prädestiniert, spekulierten die Fans darüber, ob die Fähigkeit zur Magie genetisch bedingt sein könnte. Rowling hat später gesagt, dass tatsächlich ein magisches Gen existiert, das Personen die Fähigkeit dazu verleiht, Magie zu benutzen. Doch dieses Gen ist nicht ausschließlich auf magische Familien beschränkt. Es kann überraschend auch in Squibs, also magisch geborene Personen ohne magische Fähigkeiten, oder sogar in Muggeln, also Nicht-Magiern, auftreten. Nur diese können halt dann nicht wirklich zaubern. Aber die Genetik kann generationsübergreifend erfolgen. Also dein Opa kann ein Zauberer gewesen sein und dein Vater nicht. Trotzdem könntest du ein Zauberer in der Welt von Harry Potter sein. Oder eben auch nicht.
Nummer 10. Was kostet die Ausbildung in Hogwarts? Seit Generationen öffnet der Aufnahmebrief aus Hogwarts für junge Hexen und junge Zauberer ein neues Kapitel in ihrem Leben. Sobald sie das richtige Alter erreichen, signalisiert dieser Brief, dass sie einen Platz an der renommiertesten Zaubererschule Hogwarts haben. Doch nach Abschluss der Buchreihe fragten sich viele, welche Kosten sind eigentlich mit einem solchen Privileg verbunden? Es gab viele Spekulationen, von Stipendien bis hin zu geheimnisvollen Gönnern. Aber letztendlich war die vorherrschende Theorie, dass die Ausbildung in Hogwarts für die Schüler kostenlos ist. Und J.K. Rowling hat diese Vermutung auf Twitter dann wirklich bestätigt. Die Schule ist kostenfrei. Das Zaubereiministerium deckt sämtliche Ausbildungskosten für die Schüler. Die Top 8 schlechtesten Harry Potter Fantheorien. Im heutigen Video werden wir uns mit dem amüsanten und doch faszinierenden Thema der absolut schlechtesten Harry Potter Theorien befassen, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind oder auch diskutiert wurden. Während wir uns durch diese Theorien durcharbeiten, werde ich erklären, wie einige von ihnen leicht widerlegt werden können, während andere einfach, nun ja, einfach nur lächerlich sind. Also ohne weitere Umschweife, lasst uns 8 der schlimmsten Theorien genauer unter die Lupe nehmen. Los geht's! Kommen wir zur ersten Theorie, und diese besagt, dass Hermine Grangers Eltern schreckliche Menschen waren. Eine völlig abwegige Theorie, die sich um die liebe Hermine Granger dreht, bezieht sich auf ihre Beziehung zu ihren Eltern. Diese Theorie behauptet, dass Hermine absichtlich die Erinnerungen an ihre Eltern gelöscht hat, um sich vor ihrem Missbrauch zu schützen. Diese Theorie besagt, dass Mr. und Mrs. Granger Hermine psychisch misshandelt haben. Laut dieser Theorie würde dies die lange Zeit erklären, die sie mit Harry oder Ron oder dem Rest der Weasley-Familie in den Ferien oder Schulpausen verbracht hat. Gegen diese seltsam düstere Theorie sprechen unter anderem die Tatsache, dass Hermine im 7. Band alles getan hat, um ihre Eltern zu schützen, nie Anzeichen von Misshandlung zeigt und dass, als wir ihre Eltern im 2. Teil der Saga in der Winkelgasse treffen, nichts auffällig falsch mit ihnen ist. Natürlich können missbrauchende Eltern ihre wahre Natur von der Außenwelt verbergen, aber ich denke, der erste Punkt ist stark genug, um diese Theorie zu widerlegen, besonders in Kombination mit den beiden anderen Punkten. Kommen wir zur zweiten Theorie, und diese besagt, es war alles nur ein Traum, Hogwarts und die ganze Magie. Eine weitere Theorie, die meiner Meinung nach wenig Substanz hat, ist eine, die zugegebenermaßen schon seit einiger Zeit im Umlauf ist. Dennoch ist sie so unüberlegt, dass ich sie hier ansprechen musste. Es handelt sich um die Theorie, dass die gesamte Saga nur ein Traum war, der sich in Harry Potters Kopf abspielte. Diese Idee weist einige schwerwiegende Schwächen auf. Zunächst einmal erstreckt sich die epische Saga der Harry Potter-Reihe über volle 7 Jahre. Natürlich könnte man argumentieren, dass ein Traum eine lange Zeitspanne abdecken kann, aber warum sollten Jahre vergehen? Es ist jedoch äußerst schwierig zu argumentieren, dass die Zaubererwelt auf andere Charaktere ausgedehnt wird, einschließlich verschiedener Protagonisten wie dem berühmten Magizologen Newt Scamander. Wie kann man also einen Traum von einer Person auf eine andere übertragen, ohne dass die gesamte Geschichte dessen Universum intakt bleibt? Ganz einfach, er würde es nicht tun, es wäre nicht möglich. Das heißt, diese Theorie ist falsch. Machen wir weiter mit der dritten Theorie. Und diese Theorie besagt, dass Hermine Granger die Schwester von Harry Potter ist. Lass uns mit einer Theorie weitermachen, die meiner Meinung nach nur wenig Substanz hat, nämlich der Vorstellung, dass Hermine tatsächlich Harrys Schwester ist. In einem meiner Videos habe ich bereits erwähnt, dass diese Theorie fast ausschließlich auf den Gefühlen einiger Fans basiert. Ist irgendwie absurd, oder? Das ist keine richtige Theorie, das ist einfach nur, ja, ein Gefühl. Zusätzlich wird diese Theorie fast vollständig durch die Tatsache widerlegt, dass J.K. Rowling in der Vergangenheit geäußert hat, dass sie eigentlich glaubte, Harry und Hermine sollten am Ende zusammenkommen. Ich bezweifle irgendwie, dass Rowling dies gesagt hätte, wenn sie heimlich gewusst hätte, dass die beiden miteinander verwandt sind, oder? Machen wir weiter mit der Nummer 4. Eine weitere Theorie, die hier und da aufgetaucht ist, besagt, dass die Dursleys nur deshalb schrecklich zu Harry waren, weil er ein Horcrux war. Das bedeutet, ähnlich wie das Medaillon von Salazar Slytherin diejenigen, die es trugen, zu einem Horcrux machte und gleichzeitig ein Stück von Voldemorts Seele enthielt, führte die Nähe zu Harry dazu, dass sich die Dursleys schlecht benahmen. Diese Theorie hat viele Schwächen. Erstens, wenn dies wahr wäre, warum wäre dann niemand in Harrys Leben von der Tatsache beeinflusst worden, außer den Dursleys, dass er ein Horcrux war? Hätten nicht zum Beispiel auch seine Freunde wie Ron, Hermine und Hagrid unhöflich zu ihm sein müssen, wenn dies wirklich eine Folge davon wäre, dass Harry ein Horcrux ist?
Zweitens waren die Dursleys unglaublich unhöflich und schrecklich zu anderen Menschen, nicht nur zu Harry. Diese Theorie erweist sich daher als ziemlich unplausibel. Die Dursleys waren schlichtweg einfach schlechte Menschen oder unfreundliche Menschen, die es nicht anders gelernt hatten. Machen wir weiter mit der Nummer 5. Die Theorie dreht sich um die Idee, dass Lily zum Zeitpunkt ihres Todes schwanger war. Und falls ihr vermutet habt, dass Snape der Vater dieses Kindes ist, dann liegt ihr nicht ganz richtig. Die Fantheorie behauptet stattdessen, dass Snape der Patenonkel von James und Lilys ungeborenem Kind werden sollte. Das ist eine ziemlich langweilige Theorie, wenn ihr mich fragt. Diese Theorie ist so unwahrscheinlich wie jede andere, da es absolut keine Beweise oder Indizien gegeben hat, die belegen, dass Lily zum Zeitpunkt ihres Todes überhaupt schwanger war. Außerdem gibt es, wie bereits erwähnt, keinen Hinweis darauf, dass Lily sich zu diesem Zeitpunkt mit Snape versöhnt hatte oder eine Beziehung wiederhergestellt hatte, in der sie ihn als nahestehend oder wichtig genug angesehen hätte, um ihn als Patenonkel für eines ihrer Kinder zu ernennen. Ganz zu schweigen von den historischen Spannungen zwischen Severus und James. Selbst wenn Lily Snape so weit verziehen hätte, dass sie bereit gewesen wäre, ihn in das Leben ihrer Kinder einzuladen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass James mit dieser Entscheidung einverstanden gewesen wäre. Kommen wir zu Nummer 6, und diese Theorie geht um Draco Malfoy. Es gibt auch einige seltsame Theorien, die sich um Draco Malfoy ranken. Eine, auf die ich vor kurzem gestoßen bin, besagt, dass einige Fans glauben, Draco könnte möglicherweise Snapes unehelicher Sohn sein. Bisher habe ich keinerlei Beweise für diese Behauptungen gesehen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Draco, seien wir mal ehrlich, das Ebenbild seines Vaters Lucius Malfoy ist. Ich bin auch über die Theorie gestolpert, dass Draco später in der Saga zu einem Werwolf wurde. Obwohl es einige spekulative Anhaltspunkte für diese Theorie gibt, bin ich schnell dazu geneigt, sie abzulehnen. Und das hat auch seine Gründe. Einige Fans haben behauptet, dass er von Greyback gebissen worden sein könnte, der gegen Ende der Saga im Malfoy-Anwesen zu leben schien. Der Biss könnte also der Grund für die Verletzung auf Dracos Arm gewesen sein und nicht das dunkle Mal der Todesser, wie Malfoy selbst behauptet. Dennoch schienen all diese Hinweise meiner Meinung nach recht vage zu sein und es gibt einfach nicht genügend Beweise, um dies zu unterstützen. Kommen wir zur Nummer 7. Severus Snape war Harrys richtiger Vater. Ich habe gerade erwähnt, dass einige Fans spekuliert haben, dass Snape der wahre biologische Vater von Draco Malfoy war, was aus irgendeinem Grund zu einer ziemlich beliebten Theorie geworden ist. Das führt uns zu den Behauptungen, dass Snape tatsächlich Harrys richtiger Vater war. Wie du dich vielleicht erinnerst, habe ich in der Vergangenheit ein Video darüber gemacht, was passiert wäre, wenn Snape Harrys Vater gewesen wäre. Ehrlich gesagt, war das jedoch mehr eine Theorie darüber, wie sich die Beziehung zwischen den beiden Figuren ausgewirkt hätte, da ich wirklich nicht glaube, dass Lily an einer Affäre mit Severus Snape interessiert gewesen wäre. Seine Entscheidung, ein Todesser zu werden, war einfach zu traumatisierend und unverzeihlich für sie. Aber wenn wir das alles für einen Moment vergessen, ist das überzeugendste Argument, das diese Theorie widerlegt, die körperliche Ähnlichkeit zwischen Harry und seinem Vater James. Sicher, es gibt einige Fans, die behaupten, dass Lily möglicherweise magische Schönheitsoperationen oder Anpassungen an Harry vorgenommen haben könnte, nachdem er geboren wurde, aber das scheint mir echt total verrückt. Kommen wir zur Nummer 8, und das bringt uns zu unserer letzten schlechten Theorie. Und zwar die Behauptung, dass Merope Gaunt, Voldemorts biologische Mutter, auch die Mutter von Credence Barebone war. Diese Theorie kam zur Sprache direkt nach der Veröffentlichung von Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse. Wie bereits erwähnt, ist diese Theorie, obwohl sie unglaublich unterhaltsam ist, einfach nicht möglich, da Merope 6 Jahre nach Credence geboren wurde. Das würde es natürlich ziemlich schwierig machen, seine Mutter zu sein. Ganz zu schweigen davon, dass die Familie Gaunt in Little Hangleton lebte und nicht in Godric's Hollow, wo Aberforth Dumbledore, Credences biologischer Vater, vor Credence Geburt lebte. 9 Harry Potter Theorien, die du nicht glauben wirst. Im heutigen Video werden wir 9 absolut verrückte Harry Potter Theorien besprechen. Von guten bis hin zu absolut erstaunlichen Theorien werde ich euch durch diese Konzepte führen, von denen einige tatsächlich im Zusammenhang mit den Fantastische Tierwesen Filmen stehen. Lasst uns also nicht weiter drum rumreden und direkt loslegen. Beginnen wir mit der Nummer 9. Hermine und Ron sind die Gegenstücke von Lily und James Potter. Eine Fantheorie, auf die ich gerne näher eingehen möchte, besagt, dass Hermine und Ron die Gegenstücke von Lily und James Potter sein könnten. Aber was genau bedeutet dies? Lily war eine Hexe muggelstämmiger Herkunft. Basierend auf dem, was wir über ihre Beziehung zu Severus Snape wissen, war sie einfühlsam und freundlich.
Ihre Tapferkeit und Intelligenz zeigten sich in ihrer Zugehörigkeit zum Haus Gryffindor in Hogwarts. Sie opferte sogar ihr eigenes Leben, um ihren kleinen Sohn vor Lord Voldemorts tödlichem Fluch zu schützen. James hingegen war ein reinmütiger Zauberer mit einer langen Ahnenreihe magischer Vorfahren. Er war dafür bekannt, gelegentlich jähzornig zu sein und in seiner Jugend nicht immer der freundlichste Mensch, insbesondere im Umgang mit Severus Snape zu sein. Doch er zeichnet sich durch seinen unglaublichen Mut und seine Loyalität gegenüber seinen Freunden, den Rumtreibern, aus. Aber worauf genau zielt diese Theorie ab? Die Parallelen zwischen Lily und Hermine Granger, einer muggelstämmigen Hexe, die äußerst mitfühlend und intelligent ist, sind offensichtlich. Auch zwischen James und Ron gibt es auffällige Ähnlichkeiten. Wie du vielleicht weißt, stammt Ron Weasley ebenfalls aus einer reinmütigen Familie, verliert gelegentlich die Beherrschung und zählt zu den loyalsten Personen, die Harry je getroffen hat. Sind diese Parallelen reiner Zufall? Es ist schon möglich. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass J.K. Rowling sie absichtlich als Gegenstück zu Harrys Eltern gestaltet hat und sie dazu benutzte, Harry auf eine Weise durch seine Jahre in Hogwarts zu begleiten, die seine verstorbene Mutter und sein Vater nie erreichen konnten. Machen wir weiter mit der Nummer 8. Credence Barebone ist ein Dumbledore und ein Snape. Seit dem ersten Fantastische Tierwesen-Film wird über das Erbe von Credence Barebone spekuliert. Während die Antwort auf die Frage nach seinem Vater im letzten Film gegeben wurde, bleibt die Identität seiner Mutter immer noch ein Rätsel. Ich persönlich glaube, dass Credence mit niemand anderem als Severus Snape verwandt sein könnte. Er könnte ein Cousin von Eileen Prince, der Mutter von Snape väterlicherseits, sein oder einfacher ausgedrückt ein heimlicher Sohn einer der Schwestern von Eileens Großvater. Machen wir weiter mit der Nummer 7. Ariana Dumbledore war ein Obscurial. Wie einige von euch sich vielleicht erinnern, habe ich schon das ein oder andere Video über Obscuriale gemacht und diese Theorie hat auch mit Obscurialen zu tun, und zwar mit Ariana Dumbledore. Diese Theorie entstand aufgrund von Informationen, die wir über Credence Barebone in der Fantastische Tierwesen-Reihe erhalten haben, in der dieser Zauberer zu einem Bösewicht wird. Es war äußerst aufregend zu sehen, wie diese Theorie im Film Dumbledores Geheimnisse bestätigt wurde, der nur kurze Zeit später veröffentlicht wurde. Also ja, Ariana Dumbledore ist ein Obscurial gewesen. Kommen wir zur Nummer 6. Snapes einleitende Worte an Harry Potter im Unterricht sind eine verschlüsselte Aussage über Lily Potter. Die Diskussionen zu diesem Thema laufen bereits seit Jahren und daher handelt es sich keineswegs um eine neue Theorie. Dennoch ist die Theorie so genial, dass ich sie hier zumindest erwähnen wollte. Ein Fan veröffentlichte im Jahr 2016 eine Theorie, die in vielen Veröffentlichungen auftauchte, etwa zur gleichen Zeit wie der Tod von Alan Rickman, dem Schauspieler, der Severus Snape in den Harry Potter Filmen spielte. Die Theorie lautet wie folgt. In Snapes ersten Worten an Harry fragt er: Potter, was bekomme ich, wenn ich pulverisierte Asphodelwurzel zu einem Wermutaufguss hinzufüge? In der viktorianischen Blumensprache ist der Asphodel eine Lilienart und bedeutet, mein Bedauern folgt dir ins Grab, während Wermut Abwesenheit symbolisiert und typischerweise auch bitteren Kummer darstellt. Die Kombination dieser Bedeutungen ergibt Folgendes: Ich bedauere Lillys Tod zutiefst. Allerdings gibt es auch eine andere Interpretation der ersten Worte von Snape an Harry. Ein Reddit-Nutzer argumentierte, dass Asphodel eine Lilienart ist, die im antiken Griechenland mit dem Tod und Gräbern in Verbindung gebracht wurde. Wermut, auch als Artemisia bekannt, wurde von den Griechen üblicherweise als Schutzopfer für ihre Götter verbrannt. Mit seinen Worten wollte Snape möglicherweise Folgendes ausdrücken: Auf Lillys Grab verspreche ich, dich zu beschützen. Machen wir weiter mit der Nummer 5, und das ist der Grund, warum Voldemort nur halbmenschlich aussieht. Dies ist eine der unheimlicheren Theorien in unserer Liste, die aber durchaus irgendwie Sinn ergibt. Diese Theorie besagt, dass Voldemort Teile seines eigenen Körpers opfern musste, um seine Seele an jeden physischen Gegenstand und Horcrux zu binden. Je mehr Horcruxe er erschuf und je mehr Teile seines Körpers er opferte, desto stärker verschlechterte sich sein Aussehen. Wie du dich vielleicht erinnerst, hatte er bei seiner Wiedergeburt keine Nase, sondern nur noch rote Schlitze als Augen und eine blasse graue Haut. Wer weiß, welche weiteren Verluste er dabei erlitt. Man kann ja nicht wissen, welche Einbuße er unter seiner Robe verkraften musste. Kommen wir zu Nummer 4. Azkaban war ein Weg, um Gefangene und auch die Dementoren einzusperren. Azkaban diente nicht nur als Gefängnis für Verbrecher, sondern auch als eine Einrichtung, um die Dementoren zu inhaftieren.
Nach der Einführung der Dementoren in der Gefangene von Azkaban haben viele Fans darüber spekuliert, dass diese magischen Gefängnisse genauso sehr dazu dienten, die Dementoren zu inhaftieren wie die dortigen Verbrecher. Obwohl die Dementoren eigentlich die Wächter von Azkaban sein sollten, schien diese Einrichtung perfekt geeignet zu sein, um diese seelensaugenden Wesen daran zu hindern, in der Zaubererwelt Schaden anzurichten. Tatsächlich hat J.K. Rowling diese Theorie sogar bestätigt. Machen wir weiter mit der Nummer 3. Die Dementoren waren mehr an Harry als an anderen Zauberern interessiert. Die Dementoren zeigten ein deutlich größeres Interesse an Harry Potter als an allen anderen Hexen und Zauberern zusammen. Hast du dich jemals gewundert, warum diese unheimlichen und gruseligen Kreaturen scheinbar weitaus mehr an Harry Potter interessiert waren als an allen anderen? Nun, die Theorie besagt, dass dies aufgrund seiner besonderen Verbindung zu Voldemort geschah. Als Horcrux trug Harry nicht nur seine eigene Seele, sondern auch ein Stück von Lord Voldemorts Seele in sich. Dies würde natürlich bedeuten, dass jeder Dementor, der versuchte, seine Seele auszusaugen, mehr erhielt, als er erwartet hatte. Und es ist durchaus möglich, dass die Dementoren dies spürten, dass Harry zwei Seelen in sich trug. Machen wir weiter mit der Nummer 2. Dumbledore hatte mehr als nur einen Plan. Es ist weithin bekannt, dass Albus Dumbledore ein Zauberer mit zahlreichen Geheimnissen war. Eine Sache, die nicht gut aufgenommen wurde, war die Tatsache, dass Albus seinen Plan, Harry all die Jahre hindurch bei den Dursleys aufwachsen zu lassen, um ihn Voldemort gegenüberzustellen und sterben zu lassen, vor allen verheimlicht hatte. Selbst Severus Snape war verärgert darüber. Aber die entscheidende Frage lautet, welche weiteren Geheimnisse hegte er? Gab es noch andere Pläne und Strategien, die er hinter den Kulissen heimlich schmiedete? Nun, es gibt einige Theorien, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Eine Theorie dazu besagt, dass Dumbledore möglicherweise wusste, dass ein Leben bei den Dursleys dazu führen könnte, dass Harry zu einem Obscurial wird. Angesichts dessen, dass Albus Dumbledores Schwester Ariana eine solche war, hätte er dieses Risiko durchaus erkannt. Diese Theorie behauptet, dass er dieses Risiko in Kauf nahm, weil er glaubte, dass Harry im Ernstfall zumindest eine bessere Chance gehabt hätte, Voldemort mit größerer Stärke entgegenzutreten. Es gibt auch die Vorstellung, dass Dumbledore Hogwarts heimlich mit einem Schutzzauber belegte, der sicherstellte, dass keiner der Schüler während seiner Amtszeit als Schulleiter sterben würde. Obwohl während der Saga viele gefährliche Gefahren Hogwarts heimsuchten, schien Dumbledore nie besonders besorgt zu sein. Außerdem kann ich mich an keinen einzigen Schüler erinnern, der während seiner Zeit als Schulleiter starb. Schließlich gibt es die Theorie innerhalb dieser Theorie, dass Dumbledore möglicherweise beabsichtigte, dass Harry in seinen Okklumentik-Unterrichtsstunden bei Severus Snape versagen sollte, um Voldemort zu einer unüberlegten Handlung zu provozieren. Offensichtlich war er sich bei der Spannung und der Vorgeschichte zwischen Severus und Harry durchaus bewusst. Daher fällt es schwer zu glauben, dass er es für sinnvoll hielt, die beiden für diese Lektion zusammenzubringen. Die Vorstellung, dass er dies jedoch absichtlich tat, passt besser zu dem, was wir über Dumbledore und seine Bereitschaft wissen, Harry und andere im Namen des höheren Wohls absichtlich in Gefahr zu bringen. Kommen wir nun zu der letzten Theorie. Harry war der Meister des Todes. Unsere letzte Theorie für heute und meine erste Wahl für die beste Theorie in dieser Liste besagt, dass Harry der namenlose Meister des Todes war. Viele Fans waren völlig schockiert, als Harry im letzten Film den Elderstab einfach in zwei Hälften brach. Schließlich handelte es sich um das mächtigste Werkzeug in der Zaubererwelt. Er hätte ihn nicht einfach mit bloßen Händen zerbrechen dürfen. Aber Harry beherrschte den Elderstab, den Unsichtbarkeitsumhang und den Stein der Auferstehung. Die drei Gegenstände, die in der Geschichte der drei Brüder erwähnt werden und eine Hexe oder einen Zauberer zum Meister des Todes machen würden. Wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich ziemlich einleuchtend. Eine interessante Facette dieser Enthüllung ist die Idee, dass Harry möglicherweise nur deshalb in der Lage war, nachdem Voldemort ihn mit dem Todesfluch getroffen hatte, ins Reich der Lebenden zurückzukehren, weil er der Meister des Todes war. Und das war's mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Gibt es andere Harry Potter Theorien, die ihr mögt oder sie mit allen in den Kommentaren teilen möchtet? Dann tut dies bitte gerne. Und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.